Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende hinzu und wir hatten einige sehr, sehr spannende Fußballschuhe, speziell die Signature-Schuhe von Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi und Co. Da gab es einige sehr, sehr spannende Fußballschuhe, deshalb perfekter Zeitpunkt, unsere besten Signature-Schuhe 2022 zu küren. Ihr habt richtig gehört, Leute, das Jahr neigt sich bekanntlicherweise dem Ende zu, deshalb wollen wir nochmal zurückschauen und zwar die Top Signature-Schuhe 2022. Wir haben nochmal nachgeguckt. Welche Schuhe gab es denn hier von Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, Pogba, Ramos und? Und welche haben sich hier eigentlich so den Titel in den Top 5 verdient? Deshalb, ich würde sagen, wir schauen uns heute die Top Signature Schuhe an. Eure Aufgabe ist es, wie immer, eure Reihenfolge dazulassen, wie ihr das Ganze seht. Und wir starten jetzt rein mit dem ersten Schuh. Starten wir rein und zwar mit dem Puma Future Batman. Der ist aus mehreren Gründen hier bei den Top Signature Schuhen mit am Start. Zum einen, die Umsetzung ist auf jeden Fall sehr, sehr geil gelungen. Wir haben hier einen Blackout Colorway mit roten Details zum Puma Future. Genauso die Ferse hier, absolutes Highlight bei diesem Fußballschuh mit diesem Batman-Symbol. Und auch diese krasse Chromsohle in Gold gefällt mir ultra heftig. Da muss ich echt sagen, hat Puma einen sehr guten Job gemacht. Allerdings, was so ein bisschen besonders war, war das Launch-Datum, denn das war ja der bekanntlich neue Puma Future und der wurde dann quasi, bevor es den eigentlich geben sollte, den regulären Puma Future, wurde dann dieser Schuh vorgezogen, weil die Batman-Premiere vorgezogen wurde und damit war dann der Schuh schon bekannt, obwohl er eigentlich noch gar nicht draußen war. Das war nicht ganz so cool, muss ich sagen, aber an sich die Umsetzung extrem cool. Vom Fuß von Neymar, diesen Batman-Fußballschuh, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, war ja auch die Inspiration für meinen roten Schuh für Christian Günther, wo wir so ein bisschen dieses Schwarzwald-Motto untergebracht haben, da muss man echt sagen, sehr, sehr cool, auch diese camouflageartige Optik hier am Obermaterial, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, da muss man sagen, Puma, extrem coole Puma Future-Schuhe dieses Jahr und auch der hat es eigentlich verdient, in dieses Voting aufgenommen zu werden, der Puma Future Batman. Kommen wir zu einem Schuh, den ich leider nicht mehr da habe, aber der auf jeden Fall definitiv hier erwähnt werden muss, denn es geht um einen ganz besonderen Spieler, und zwar Mo Salah mit seinem Adidas X Speed Portal, nee, Speed Flow war das damals noch, sein allererster Signature-Schuh bei Adidas, den man auch regulär kaufen konnte. Und der sieht wirklich sehr, sehr geil aus. Dieser Schuh, der ja inspiriert war von der WM 2014, von diesen Colorways von Adidas. Und zum ersten Mal, wie gesagt, für Mo Salah einen eigenen Signature-Schuh. Und der ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Ich finde diese rote Farbe in Kombination mit dem weißen Colorway extrem cool. Und goldene Details werden das Ganze natürlich extrem auf. Vor allem der Egyptian King hat sich ja auch extrem verdient, jetzt mal einen Signature-Schuh zu bekommen. Deshalb muss man sagen, der Schuh war für mich so eine der Überraschungen, denn bei Adidas war ja immer so ein bisschen Fokus Messi, was die Signature-Schuh angeht, ein bisschen Pogba, aber so ein Mo Salah ist da eher leer ausgegangen und dann haben sie einmal einen Schuh gebracht und der war ultra heftig, deshalb auch dieser Fußballschuh, der Adidas Explosion von Mo Salah natürlich verdient hier im Voting. Kommen wir zurück zum Puma Future und zwar zur Teaser-Variante. Das war eigentlich das erste offizielle Colorway zum neuen Neymar-Schuh. Wir haben hier definitiv das Teaser-Motto sehr, sehr gut getroffen. Und zwar in dieser Camouflage-Optik schwarz-weiß. Das gefällt mir extrem gut. Ich fand diesen Schuh mega spannend. Und auch diese orangen Details, genauso dieses Teaser-Motto, diese Spannung zu erwecken. Das ist Puma auf jeden Fall extrem gelungen, der Schuh. Für mich einer der Highlights. Ihr wisst natürlich, am Ende vom Video gibt es dann meinen Top 5. Bleibt also auf jeden Fall dran. Aber der Puma Future wird ja schon mal, Spoiler-Alarm, auf jeden Fall eine Rolle mitspielen. Dieses Teaser-Modell trifft das Motto extrem cool und sah vor allem am Fuß extrem spannend aus. Kommen wir zu einem Schuh, der vor allem aufgrund der Umsetzung hier verdient dabei ist. Und zwar der New Balance 447 Road to Success von Raheem Sterling. Ein ultra auffälliger Signature-Schuh mit wirklich krassen Details. Allein optisch finde ich den schon mal sehr, sehr ansprechend, sehr gewagt. Aber die Story dahinter finde ich noch deutlich spannender. Denn das hier ist der Schuh von Raheem Sterling. Und diese Optik ist auch nicht zufällig gewählt, sondern in Anlehnung an die Buslinie, die er damals genutzt hat. Und von seinem Zuhause zum Stadion oder beziehungsweise zum Training zu kommen, wo er da Ewigkeiten im Bus unterwegs war. Da hat nämlich die Bussitze genau dieses Muster von diesem Obermaterial des New Balance 447. Das finde ich sehr geil. Auch die Sohle finde ich extrem cool. Wenn man die rausholt, sieht man hier nochmal die Buslinie, die verschiedenen, die er nutzen musste, um bis zum Training zu kommen. Und das Thema Road to Success macht hier auf jeden Fall auch Sinn, denn ja, da sieht man auch, was Raheem Sterling alles opfern musste und bereit sein musste, um seinen Traum zu leben. Deshalb finde ich das Motto bei diesem Fußballschuh extrem cool umgesetzt
und auch die Optik hat sich hier auf jeden Fall sehr, sehr cool entwickelt. Auch die Performance der New Balance Fusion, auch dieses Jahr wahrscheinlich mit der unterschätzte Fußballschuh zusammen mit dem New Balance Tequila. Das heißt, extrem spannende Optik, extrem spannende Performance und auch extrem spannende Umsetzung. Kommen wir zu diesem hier, dem CR7 Nike Superfly 9 Fußballschuh. Der hat es auf jeden Fall verdient, in dieses Voting aufgenommen zu werden, denn das ist der letzte WM-Signature-Schuh von Cristiano Ronaldo. Sehr, sehr traurig zum einen, andererseits sehr, sehr happy, dass ich den in meiner Sammlung habe, denn die Optik finde ich sehr, sehr cool, extrem cool umgesetzt, denn das ist ja so ein bisschen das Muster von diesen Mosaikblättchen, kann man eigentlich sagen, der portugiesischen Kultur. Das ist auf jeden Fall cool umgesetzt worden und für die Boot-Nerds, wie gesagt, diese Aufgreifung der verschiedenen Signature-Schuhe, die er in der Vergangenheit getragen hat. Sehr, sehr cool auf jeden Fall, auch wenn das Turnier leider nicht ganz so gut für ihn verlief, ist der Signature-Schuh auf jeden Fall krass gelungen. Da hat Nike nochmal einen rausgehauen, hatten auf jeden Fall auch Druck. Auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass dieser Nike-Swoosh nicht dieses braune hätte, sondern mehr dieses goldene, würde, glaube ich, deutlich geiler aussehen. Vor allem hätte es sich nochmal verdient, hier so ein bisschen was ganz Besonderes zu bekommen. Ich hoffe, das war nicht der letzte Signature-Schuh. Für die WM, wie gesagt, war es der letzte, aber da hoffen wir, dass Nike auf jeden Fall nochmal was Limitiertes raushaut als Abschied von CR7s große Karriere. Aber da hoffe ich, haben wir noch ein bisschen Zeit. Kommen wir zu einer Marke, die dieses Jahr zum ersten Mal wirklich in dieses Signature Game ja gestartet ist. Und zwar Mizuno mit Sergio Ramos, diesem ultra krassen Morelia Neo Tattoo Fußballschuh. Der wurde extrem gut umgesetzt, haben wir auch extra für euch damals noch bestellt, war schon sehr, sehr teuer. Das ist bei Mizuno so das Problem, dass die Schuhe sehr teuer sind. Aber auf jeden Fall, was diesen Sergio Ramos Fußballschuh angeht, extrem gut getroffen. Wir haben ja die Tattoos von seinen beiden Schulterblättern. Am einen Schuh ist die Wolfsoptik und beim anderen Schuh wird dann auch nochmal der Löwe aufgegriffen. Also die kompletten Tattoos von Sergio Ramos fast 1:1 am Schuh. Das finde ich wirklich sehr cool. Vor allem Weiß und Gold kombiniert sich sowieso immer hervorragend. Der Schuh wird dann auch direkt sold out. Das heißt, ich hoffe, Mizuno hat erkannt, okay, das Ganze wird gewünscht und bringt dann nochmal was zu Sergio Ramos raus. Denn der Spieler auf jeden Fall ultra heftig. Vielleicht klappt er mal nächstes Jahr, dass wir was mit ihm drehen. Das wäre auf jeden Fall heftig. Aber wie gesagt, der Schuh für mich eine der Überraschungen, denn davor gab es ja keine Signature-Schuhe bei Mizuno und auch, dass Sergio Ramos allgemein zu Mizuno gewechselt ist, war ja auch so eine kleine Überraschung. Das heißt, der Schuh definitiv verdient hier im Voting. Kommen wir zum ersten Nike Superfly 9. Da wird sich der eine oder andere wundern, warum, das ist doch kein Signature-Schuh. Ist es auch streng genommen eher nicht, aber es war quasi direkt nur für Kylian Mbappé, der den Schuh gespielt hat. Deswegen kann man schon wieder drauf auslegen, es ist ein Signature-Schuh. Ich finde diese Optik ultra krass, vor allem sehr minimalistisch, weiß gehalten und kompletter Fokus auf diese Airzoom-Sohle mit diesem geil Chrom-Look, muss ich echt sagen. Das war so für mich einer der stärksten Fußballschuhe generell des Jahres. Da muss man echt sagen, hat Nike auf jeden Fall einen rausgehauen. Das war der erste Schuh der neuen Generation und nur Kylian Mbappé durfte den Schuh spielen. Weiße Schuhe sehen sowieso ultra geil aus, sehr, sehr clean, sehr, sehr leicht und auch die Performance von diesem Fußballschuh definitiv überzeugend. Da hat auf jeden Fall Nike nochmal eine Schippe draufgelegt und auch Kylian Mbappé mit diesem Schuh zu sehen, war auf jeden Fall eine Freude. Auch wenn ich bald hoffe, dass es einen richtig coolen Signature-Schuh wieder gibt. Sein KM-Signature-Schuh ist leider nicht mit am Start, der hat es nicht ganz in dieses Voting geschafft, dieses lila Colorway. Aber der hier hat es auf jeden Fall verdient und ich bin auch mal sehr gespannt, was uns da nächstes Jahr noch alles erwartet. Natürlich muss hier ein Fußballschuh mit am Start sein, den ich aber leider dummerweise nicht in meiner Größe bekommen habe. Und zwar der von Lionel Messi, sein Adidas X Speed Portal Legenda. Dieses goldene Colorway, das er sich redlich verdient hat und damit auch endlich den WM-Titel gewonnen hat, die Karriere komplett abgerundet hat. Mehr geht wohl nicht. Also ultra heftige Karriere, ultra heftiger Fußballschuh. Endlich mal wieder was von Adidas, was krasse Signature-Schuhe angeht. Diese Chromsohle war extrem geil umgesetzt. Klar, Messi spielt den Schuh so überhaupt nicht, aber der Schuh ist wirklich sehr, sehr spannend gewesen. Innerhalb von 2-3 Minuten ausverkauft gewesen. Also es war schon wirklich ein sehr, sehr cooler Hype. Das hat Adidas sehr cool umgesetzt. Und wie gesagt, Lionel Messi, letzte WM, damit ist die WM gewonnen. Also dieser Fußballschuh für Sammler jetzt extrem viel wert. Kommen wir noch zu guter Letzt zum Neymar Junior WM Fußballschuh. Und zwar der Puma Future Dream Chaser. Das war ja auch sein Signature-Schuh für die WM in Katar. Auch hier Gold definitiv eine Rolle. Und zwar natürlich auch orientiert an Neymars größten Traum, den WM-Pokal mit Brasilien zu gewinnen. Leider hat ihm dieser Fußballschuh wohl nicht ganz geholfen, dieses Ziel zu realisieren, obwohl Brasilien ultra heftig gespielt hat, leider an Kroatien dann gescheitert.
aber der Schuh sehr cool mit dieser krassen Chromsohle und diesen ja, tattooartigen Schriftzug von Dream Chaser. Also außen steht Dream, innen steht Chaser. Und das Motto finde ich auch sehr, sehr cool umgesetzt. Leider, dieses Jahr muss man sagen, was die Neymar Signature Schuh angeht, ein bisschen schwächer als das Jahr davor. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, den hier feiere ich mega. Habe ich deswegen auch sehr, sehr gerne in meiner Sammlung gehabt. Gab es ja nochmal zum Beispiel diesen ja, silbernen Signature Schuh. Der war mal ein bisschen zu unauffällig für dieses Voting, um den noch hier mit reinzunehmen. Aber man kann auf jeden Fall sehen, Puma hat dieses Jahr ordentlich Gas gegeben, was den Neymar Junior Signature Schuh angeht. Ja Leute, das sind also meine Top Signature Schuhe des Jahres 2022. Ich tue mich ehrlicherweise noch ein bisschen schwer, was meine Top 5 im Ende dann wirklich sein werden. Das heißt, ihr seid auf jeden Fall gefragt, lasst eure Meinung gerne in den Kommentaren da. Welche Signature Schuhe seht ihr hier auf Platz 5, 4, 3, 2 und 1? Ich kann mich nicht ganz festlegen, was auf Platz 1 ist, aber auf jeden Fall verdient hat es meiner Meinung nach in die Top 5 definitiv der Lionel Messi Adidas X Speed Portal Fußballschuh. Den finde ich optisch sehr gut, vor allem auch die ganze Story jetzt dahinter, WM-Pokal gewonnen, hat das sich auf jeden Fall verdient. Außerdem auch der Puma Future Dream Chaser von Neymar Junior mit am Start und natürlich auch CR7 mit seinem letzten WM-Signature-Schuh. Das ist einfach für die CR7-Fans eine absolute Pflicht. Überraschenderweise für mich auch der Road to Success New Balance Furin. Auch wenn er sehr gewagt ist, finde ich den mega cool. Aber gleichzeitig sehe ich auch den Nike Superfly 9 Lounge Colorway in diesem weißen Colorway oder auch den Puma Future Batman Fußballschuh hier im Voting. Tut mich auf jeden Fall sehr schwer. Ich bin gespannt, ob ihr den Top 5 hinbekommt. Könnt gerne Feedback in den Kommentaren da lassen. Das war's dann auch schon wieder zum heutigen Rückblickvideo. Ich bin sehr gespannt auf eure Reihenfolge und eure Meinung. Vielleicht habe ich ja auch komplett nochmal einen Fußballschuh verpasst. Ich muss sagen, das Jahr davor war ein bisschen stärker, was die Signature-Schuhe angeht. So ist zumindest meine Meinung, so ein bisschen mehr edle Colorways, nicht die ganz bunten die ganze Zeit. Nichtsdestotrotz gab es auf jeden Fall einige sehr, sehr spannende Schuhe. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Bin auf jeden Fall gehypt auf euer Feedback und freue mich auch mega aufs neue Jahr. Deshalb nochmal vielen, vielen Dank für euren kranken Support. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Nächstes Jahr heißt es wieder Vollgas geben. Weiterhin das Ziel 100.000 Abonnenten. Deswegen lasst den Kanal ein Abo da und aktiviert die Glocke. Dann bleibt ihr up to date, unterstützt meine Arbeit enorm. Und ihr wisst natürlich, das Ganze ist kostenlos. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.